Ja, Frau Frode, moin moin hier aus Schnellsen, also Homeoffice. Die Jungs haben heute ja frei, aber ich wollte die Befehle nochmal durchziehen, was ich so gesehen habe. So, wir wollen anfangen. Also ich muss natürlich sagen, das Spiel war ganz klar souveräner Sieg 2-0. Aber sie hätten das in der ersten Halbzeit schon machen können. Dann hätten wir ein bisschen mehr Ruhe gehabt in der zweiten. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Bielefeld irgendwas machen kann. Also wunderbarer Sieg, 2-0 Jungs, alles in Ordnung. Und wir wollen noch zu den Bewertungen kommen. Heuer, Ferro, brauchen wir gar nicht diskutieren, hatte nicht so viel zu tun. Alles, was draufkommt, hat er gehalten. Den einen in der kurzen Ecke, der war nicht einfach. Aber so eine 2 natürlich. Also Ferro war wieder für mich klasse. So, da haben wir die Viererkette mit Haier, mit Buskewitz, mit Schonlau, mit Miro, eine 3 durchgängig. Da war keiner überragend, brauchte auch keiner sein gegen Klos und Konsorten. Klos auch, der wird immer älter, da seht ihr auch, 35, dann ist das Ding auch langsam durch. Aber wie gesagt, Bielefeld ist nicht mein Problem. Ich wundere mich noch, dass der Trainer noch da ist. Aber ein Ding hat er noch und ist er weg. So, dass die Viererkette hatte ich. Dann haben wir Reis, den habe ich schon besser gesehen, aber bei Sieg, er läuft viel, macht viel, kämpft viel, also eine 3. Dann haben wir Merfan auch, Jungers wie immer, wie eine Maschine, du hörst ihn nicht viel oder auch der Sprecher erwähnt ihn nicht viel, aber er macht viel. Das ist der entscheidende Punkt, auch eine 3. Dann haben wir Maxi Rohr. Maxi habe ich ja auch mal ein paar Worte mit reden dürfen beim Training. Der macht diese Wärme überhaupt nicht, der lange Kerl. Das macht er nicht, sagt er, ich sag, das ist mir heiß und hin und her. Aber ist egal, also eine 3 minus. Aber hat sich bis zur Aufsetzung gut gehalten. So, dann haben wir Sonny Kittel, für mich ein gutes Spiel, weil in der ersten hat es ja besser wie in der zweiten. Das Ding, was er den König da mal vorliegt, war absolute Klasse. Hätte auch alleine machen können, aber hat er sich richtig gut geguckt. Und Königsdorfer macht das Ding rein, Kittel eine 3. So haben wir Königsdorfer. Der Junge kommt an, was ich immer gesagt habe, an den Nördler und an den Besserwisser. Oh, und die können nicht und da haben sie wieder eingekauft. Die haben drei Pflichtspiele gemacht gehabt. Und jetzt sind sie da. Ihr könnt doch sehen, sie werden, der HSV, die Mannschaft wird immer besser. Von Spieltag zu Spieltag, weil sie das System langsam begreifen. Bei weiter sein System musst du viel laufen. So ist der Königsdorfer, also eine 3 plus, durch sein herrliches Tor auch. Die muss er von machen, hat er wunderbar gemacht. Und die habe ich jetzt die 3 Rohr auch. Ja, dann haben wir natürlich Glatzel. Also Glatzel hing so auch vorne. Der wurde nicht gut angespielt, aber Robert brauchen wir nicht diskutieren. Gelaufen, gekämpft, auch ein anderer drum und dran. Doppelpass gespielt auch. Also wunderbar gespielt. Also ich würde sagen 3 minus. Ja gut, die Reservespieler, bis auf unseren Laszlo Benes, den muss ich natürlich noch erwähnen. Laszlo, was sie alle gesagt haben, du kannst nichts. Ich höre das immer noch in meinen Ohren. Ich kriege noch so einen dicken Hals. Du kannst nichts und den Fehleinkauf nach 3 Spielen. Und du hast das jetzt alle gezeigt, was du für einen schokoladenlinken Fuß hast. Also solche Tore kann nicht jeder machen von 25 Meter. Der Torwart hat ihn kaum gesehen. Der war drin. Also lass du natürlich eine 2 plus bei diesem herrlichen Tor. Könnte sogar Tor des Monats werden. So, ich glaube, ich habe sie alle jetzt zusammen. Man kann mir schon an. Also ich muss schon sagen, Jungs, so macht er weiter. Und Peter hat schon wieder, der hat seinen Kopf Freitagabend. Das wird eine interessante Geschichte. Ich habe die Leute gehört, große Fresse aus der Anzahl. Und die werden wir Freitag den Leuten stopfen. Ist das klar? Das Heimspiel muss auch brennen, da wird das auch brennen. Und aber wie gesagt, nicht unterschätzen. Aber wir sind gut drauf. Und die Jungs alle, die jetzt beim HSV sind gut drauf, alles gut. Und was da oben los interessiert mich nicht mit den 120 Millionen, was da kommt oder nicht kommt. Ich gucke mir das Training sehr oft an und gehe oft ins Stadion. Und dann bilde ich mir meine Meinung da oben, das interessiert mich nicht. So Jungs, das war's und Mädchen, das war Peter mit seinen Erläuterungen. Und wie immer, haut rein ins Tango, die Woche ist noch lang, ich wünsche euch alles Gute, trinkt schön viel, kein Bier und kein Korn, sondern Zelda, wie Peter, nur Zelda, nur der HSV. Auf Wiedersehen, tschüssi, bis
Freitag, und dann geht das wieder richtig los. Darmstadt, zieht euch warm an. Der HSV ist in Krumm. Alles klar?